Heute vom Gelände des TÜV Süd in Buchen begrüße ich Sie wieder bei der Luma Kran und Fahrzeugbau GmbH. Wie gehabt, wird mein Partner Herr Thorsten Pöller Ihnen ein neues Konzeptfahrzeug im Detail vorstellen. Hallo, liebe Freunde und Interessierte des Kran- und Fahrzeugbaus. Ich darf euch wieder einmal begrüßen hier bei der Firma Luma Kran- und Fahrzeugbau in Buchen am Schloss. Heute habe ich euch ein weiteres, neues, außergewöhnliches Konzeptfahrzeug mitgebracht in Verbindung mit dem neuen DBF-System, sprich mit dem neuen Drive-by-Fassis-System, wo wir später ganz detailliert drauf eingehen werden. Das Fahrzeug hinter mir ist ein Volvo FH45 6x2, ein Globe XL mit einer 6,30 Meter Ballast / Baustoffpritsche und einem fest verbauten Heckkran, ein Fassi, ein F545 RA2.26. Wir haben hier einen Volvo, einen FH45 6x2 Vollluftgefedert mit einem Globefahrerhaus in Form XL. Wir haben hier vom Chassis Radstand 5600. Die Vorderachse 9000 Kilogramm, die Hinterachse 11.500 Kilogramm und die Nachlauf-Lenk-Lift-Achse jeweils 10 Tonnen. Das heißt, wir haben ein technisch mögliches Gesamtgewicht von 30.500 Kilo, zulassungstechnisch laut STVZO 26.000 Kilo. Für den Fahrer ist im Bereich der Sicherheit sehr weit gedacht worden. Das Fahrzeug verfügt über Totwinkelassistent. Das Fahrzeug verfügt über das ACC-System, also den Kollisionswarner. Aber auch für das Leben des Fahrers wurde hier sehr viel dran gedacht. Das heißt, im Fahrerhaus ist verbaut ein 22 Zoll Farbdisplay mit DVD. Wir haben einen integrierten Kühlschrank. Wir haben ein zusätzliches Display für die äußeren Kameras, genauso wie für die rückwärtige Kamera. Wir haben Beifahrer genauso wie den Fahrersitz in Komfortausstattung mit Leder. Und wir haben zusätzlich eine Standklimaanlage. Das heißt, man kann hier sagen, wir haben nicht nur eine XL, sondern eine XXL-Ausstattung. Auch der gesamte Pritschenaufbau, könnte man sagen, ist in einer XL-Ausstattung. Wir haben hier eine Ballastpritsche mit einem lichten Längenmaß von 6300 mm, einer lichten Innenbreite von 2480 mm mit 800er Bordwänden und Kinnegrip-Rung Typ K20. Ferner sind verbaut worden im Außenrahmen-Profilbereich von Suhr 20 x 2,5 Tonnen Zurösen. Ferner sind verbaut worden von Suhr das sogenannte Multi-Safe-System für Steckrungen 70x70 und in der Höhe in diesem Fall von 1200 mm. Aber auch für die Sicherheit ist gedacht worden. Wir haben hier ausziehbare Warnparktafeln mit Positionsleuchten und wir haben auf jeder Seite verbaut eine Dunbox mit Schubläden, so dass der Fahrer Anbauteile genauso wie Kranzusatzteile sauber und einfach verstauen kann. So, liebe Freunde, das ist das DBF, das sogenannte Drive-by-Fassis-System. Das heißt, dass der Fahrer beziehungsweise der Bediener über die V7, das heißt über die gleiche Funkfernbedienung des Ladekrans, das Fahrzeug lenken kann, das Fahrzeug stoppen kann, das Fahrzeug den Rückwärtsgang einlegt oder auch in dem Bereich sich vorwärts bewegen kann. Der Fahrer hat von außen alle Möglichkeiten, das Fahrzeug sich so am besten zu positionieren, dass er auch mit dem Kran bestmöglich seine Arbeiten verrichten kann.
Verbaut hat die Lyma hier einen Heckkran, und zwar einen Fassi Typ F545 RA.2.26. Der Kran hat absolute Vollausstattung, hat eine Windenvorbereitung. Wir haben hier einen 5/6 Steuerkreis mit einer sogenannten Multikupplung. Dieser Kran ist zusätzlich ausgerüstet mit einem Hochsitz, mit einem Wetterdach und natürlich auch mit einer Sitzheizung. Fern am unteren Bereich haben wir einen schwenkbaren Kettenkasten, sodass der Fahrer, sprich Bediener, selber dann die ganzen Spanngurte oder auch Ketten direkt in den Haken des Kranes einhängen kann. Die Leistungsdaten dieses Kranes sind auch schon, ich will mal sagen, sehr enorm. Wir haben hier im kurzen horizontalen Arbeitsbereich bei ca. 4,2 Meter 11 Tonnen Tragkraft, im horizontalen Bereich bei ca. 16,3 Meter haben wir noch 2,5 Tonnen Tragkraft. Und wenn wir in den vertikalen Bereich gehen, haben wir schon eine Arbeitshöhe von knapp 21 Meter und dort immer noch über 4.400 Kilogramm Tragkraft. Ich hoffe, unser neues Konzeptfahrzeug mit dem Drive-by-Fassi-System hat euch gefallen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie uns wieder liken auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei einem neuen Konzeptfahrzeug der Firma Lyma Kran- und Fahrzeugbau GmbH. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.